Tobias, nachdem das gerade mit der Liebesbriefsache so gut geklappt hat, hast du während des, wie heißt das, Lebensmittelchemiestudium eine so reizende Dame immer irgendwo in der Nähe sitzen gehabt, dass du ihr gleich einen Liebesbrief geschrieben hast? Nö. Hast du überhaupt schon mal einen geschrieben? Ja, natürlich. Natürlich, ich würde ja lügen, wenn ich jetzt sagen würde, nö. Und das gehört sich nicht lügen, ne, Nadja? Aber was war der schönste Moment für dich bisher bei einem Slam? Ja, dieses Jahr beim National. Da im Teamfinale zu sein, das war sensationell. Ja, nie da gewesen. Kammertheater in München und so, Volkstheater. Ich weiß nicht, 400, 500 Leute da, so Riesensaal. Toll. Da du ja heute hier den Sack zumachen musst, wie können dich die Menschen, die sich hier in der Halleluja-Halle in Köln versammelt haben, am besten unterstützen? Also wie können die dich regelrecht tragen auf so einer Woge der Euphorie? Ja, klatschen wäre nicht schlecht. Okay, Tobias. Aus Tübingen, Tobias Heil. Also ich hatte genug Zeit nachzudenken und dieser Text ist für die Tage, in denen es einem so richtig schlecht geht. An denen man daheim hockt, man niemand sehen will, man auch von niemand angerufen werden will und dann klingelt es an der Tür. Trübsal kommt rein. Ich dann so, oh, du hier, setz dich, mach's dir bequem. Trübsal dann so, Dankeschön, willst du mich blasen? Ich dann, klar, warum nicht, kann ja nicht schaden. Und so sitzen wir dann gemeinsam da, ich blase Trübsal und wir haben eine Menge Spaß miteinander. Später am Tag schellt Selbstmitleid und gesellt sich zu uns. Selbstmitleid? Was willst denn du schon hier? Ja, du, Trübsal rief mich an und meinte, hier will sich jemand in mir suhlen. Ich nur, schön dich hier zu wissen. Nimm Platz. Da sitzen wir nun vereint als Triumvirat unserer Welt. Ich blase Trübsal und suhle mich in Selbstmitleid, sodass den beiden Hören und Sehen vergeht. Es wird Morgen und Abend und Nacht und nochmals Morgen und nochmals Abend und abermals Nacht und die Tage, welche wir miteinander verbringen, fliegen nur so dahin. Es sind leichtfertige Tage mit den beiden, so unkompliziert und voller Leidenschaft schafft unsere traute Dreisamkeit einen Ball, der die Welt ausgrenzt, der alles abschottet und volle Befriedigung bringt. Wir haben uns gefunden, es gibt nur noch uns drei. Wir schlafen kaum, wir essen wenig, trinken viel, lassen einiges in Schall und Rauch übergehen, spielen eben ganz großes Tennis und kommen auf den Trichter, dass wir nicht mehr als uns brauchen. Das ist schön zu wissen, das ist schön zu fühlen. Wir drei können uns auf uns verlassen, haben die Welt da draußen verlassen, weil wir schon von so vielen anderen verlassen worden sind, werden wir uns niemals verlassen und dürfen das Zimmer notwendigerweise zum Erledigen der Notdurft verlassen. Mein Stuhl ist hart. So hart wie der Tag, an dem die Tür aufgerissen wird und Welt dasteht. Wir haben uns doch so gut abgeschottet und niemand reingelassen und keiner weiß von uns, aber sie hat uns gefunden und steht nun breitbeinig, beide Arme in die Seite gestützt mit einem Blick, der uns ertappt und das Blut in den Atem gefrieren lässt da. Mir schießt die Schamesröte ins Gesicht, denn ich weiß, dass Welt allen Grund hat, auf mich sauer zu sein, habe ich mich doch so lange nicht gemeldet, obwohl wir doch dicke Freunde sind und über alles reden können. Wir kennen uns schon ewig und klar war es nicht immer leicht mit uns beiden, es lief nicht immer rund und manchmal auch einfach nur im Kreis herum, aber wir haben uns bis dato immer wieder arrangiert, was zum großen Teil an Welts Geduld liegt, die sehr weit geht. Aber als Trübsal und Selbstmitleid in mein Leben traten und keine Anstalten machten, mich wieder zu verlassen, da war es mit Welts Geduld zu Ende. Mir war Welt egal. Denn ich hatte ja zwei neue Freunde. Es ist auch alles einfacher mit den beiden, denn sie rechtfertigen alles. Sie sind unkompliziert zu halten und immer abrufbar. Sie haben wirklich immer Zeit und bleiben gern für länger. Sie machen dir keine Vorschriften und Vorwürfe und fordern nichts. Du kannst dich ihnen einfach hingeben und den Rest erledigen sie für dich. Welt meint dann nur, du, hör mal zu. Auch wenn du dich hier prächtig amüsierst und deine eigene Welt aus Trübsal und Selbstmitleid generierst, drehe ich mich weiter. Ich scheine zwar hier drin still zu stehen, aber der Schein trügt und sowohl Trübsal als auch Selbstmitleid betrügen dich, wenn sie dir die Einfachheit ihrer Welt vorlügen, denn das stimmt einfach nicht. Sieh's ein, steh auf, öffne die Tür und umarme mich. Welt dreht mir den Rücken zu und verlässt mich, um draußen zu warten. Ich muss zu ihr kommen, sonst bringt's nichts. Mir ist ganz schwindelig, als ich die verpassten Drehungen der Welt auf einmal wahrnehme. Als mir die Nutzlosigkeit der verschwendeten Tage gewahr wird, schaue ich die beiden scheinheilig noch im Raum sitzen, kopfschüttelnd an und meine nichts mehr. Sie sitzen beide regungslos mit leeren, vor sich hinstierenden Augen da und deshalb drehe ich mich einfach um, öffne die Tür, um zurück in die Welt zu treten. Nach den ersten Schritten macht sich Erleichterung breit. Als ich über die Schulter blicke, sind Trübsal und Selbstmitleid verschwunden, warten aber spürbar, unnachgiebig und verführerisch, um in stillen Momenten scheinheilig zur Stelle zu sein, um mir die Hand zu reichen. Es liegt an mir, sie nicht zu ergreifen. Dankeschön.